So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf Sie und euch recht herzlich im Namen der Galerie Klaus Atelier zur heutigen Ausstellungseröffnung Serving on Sticks von Sven Oliver Wannemann begrüßen. Sven Oliver Wannemann, Jahrgang 1958, mit familiärem Hintergrund aus Israel, der Schweiz und Deutschland, studierte Malerei, Typografie und Bildhauerei mit Schwerpunkt Kunst im öffentlichen Raum an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Professor Irmin Kamp. Wannemann initiierte Installationen und Skulpturen im öffentlichen Raum in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich. Er arbeitete als Entwicklungshelfer in Indien, Westafrika und New Mexico, ließ sich zum Kunsttherapeuten ausbilden und ist seit vielen Jahren als freischaffender Künstler, Dozent und als Kunstpädagoge tätig. In den letzten Jahren befasste sich Wannemann, der in Ortenau im Bundesland Baden-Württemberg lebt. Da muss ich dazu sagen, er ist kein Schwabe. Nein, ich bin kein Schwabe. Lebt und arbeitet mit Projekten unter interdisziplinären Aspekten im öffentlichen Raum. Interdisziplinarismus ist ein Statement gegen die Oberflächlichkeit und der Versuch, Philosophie sichtbar zu machen. Die Erscheinungsmöglichkeiten der Darstellung eines interdisziplinären Werkes sind so vielfältig wie das Schaffen der Künstler, die dieser Kunstrichtung zugeordnet werden. Es ist einfach unglaublich vielgestaltig, weil man eben ganz grenzübergreifend arbeitet. Aber Sven kann man gut reden, fragt es einfach. Die Ausstellung Serving on Sticks bildet die Fortsetzung einer Werkreihe von Arbeiten und Interventionen zum Thema Corporate Identities und dem Phänomen Nähe-Distanz-Tabu. In dem vorangegangenen Triptychon Flex, Three Pieces on National Identities sowie der Installation On for the 15 Men of Fukushima waren die Schweiz, Japan und Israel im Spannungsfeld jüngster Entwicklung der Gegenstand bildnerischer Auseinandersetzung. Hier wurden mögliche Wandlungen im kollektiven nationalen Selbstverständnis beobachtet und thematisiert. Im Serving on Sticks wird die Problematik sich überlappender kultureller kollektiver Identitäten am Beispiel des Judentums in den Fokus der Betrachtung gerückt. Wie überall in Europa hat auch Graz eine wechselvolle Geschichte im Hinblick auf das Miteinander von einheimischem und jüdischem Leben in seiner Mitte gesehen. Vieles davon ruft unangenehme und schmerzhafte Erinnerungen hervor und wird darum nicht gerne betrachtet. In der mehrteiligen Arbeit sollen mit teilweise verfremdeten Mitteln eine ungewöhnliche und damit unvoreingenommene Annäherung und Begegnung mit dem Fremden und anderen in der eigenen Mitte angeregt und somit erfahrbar gemacht werden. Auch die Relevanz gebräuchlicher und gewohnter Symbole soll in diesem Zusammenhang hinterfragt werden können. Kernstück der Ausstellung bildet eine mehrteilige Installation, zu deren Elementen der aktiven Partizipation neben aktuell entliehenen Alltagsgegenständen heutiger Mitbürger aus Graz unter anderem auch Essbares gehört, das in besonderer Weise auf das nahrhafte und nährende Element des jüdischen Beitrags zum historisch gewachsenen kulturellen Gesamtbild verweist und heute den Besuchern zum Verzehr angeboten wird. Dabei wird in besonderer Weise Bezug genommen auf das derzeit beginnende jüdische Fest der Räume. Das Motiv des Sticks ist der antiken Mythologie entnommen. Styx, das Wort aus dem Griechischen, welches Wasser des Grausens bedeutet, ist in der griechischen Mythologie ein Fluss der Unterwelt und eine Flussgöttin. Entsprechend der Sage stellt der Fluss Styx die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich Hades dar. Die Seelen der Toten werden demnach über den Fluss geschifft, ihrem heiligsten Eid schworen die olympischen Götter in der Regel beim Styx. Der mutwillige Bruch eines solchen Eides hatte für sie schwerwiegende Folgen, nämlich den Verlust der Stimme. Die Ausstellung wird deshalb eingeleitet mit einer zeichenhaften Intervention oder Performance, bei der druckgrafische Abdrücke von verzierten Kanalisationsdeckeln
in der Grazer Innenstadt auf Leinwand genommen wurden. Das sind die Werke, die im zweiten Raum hängen. Das haben wir gestern gemacht. Ein dokumentierendes Video. Jakob, danke. Bitte. Kann auf dem Bildschirm betrachtet werden. Der allgegenwärtige Fluss der Kanalisation unter den Füßen von uns Grazern soll hier als Quasi-Illustration des Flusses der Unterwelt und des Totenreichs dienen. Die Druckabzüge der Deckel sollen an die ambivalente Wirkungsweise von Toren und verschließenden Siegeln erinnern. Weitere grafische Arbeiten und Illustrationen, die im Zuge der sehr persönlichen Standortbestimmung im interkulturellen Spannungsfeld im Laufe der vergangenen Jahre entstanden sind, werden heute erstmalig in Graz gezeigt. Zu Fest der Bäume und auch zu den selbstgebackenen Keksen wird Sven noch etwas sagen, so hoffe ich. Moment. Moment. Ich möchte im Anschluss noch darauf verweisen, dass diese Ausstellung bis zum 22. Februar zu sehen sein wird. Am Dienstag, den 5. März, eröffnen wir die nächste Ausstellung des amerikanischen Malers Peter William Gray unter dem Titel Blue and Blue. Wir freuen uns also auf ein baldiges Wiedersehen. Ich wünsche euch und auch mir. Also uns einen interessanten Abend, fruchtbare Gespräche mit Sven und gebe jetzt das Wort an ihn weiter. Ja, auch im Sinne dessen, dass die Ausstellung hiermit eröffnet ist, aber ich hoffe, dass Sie auch noch ein paar Worte sprechen. Entweder vor oder nach dem Sven, das weiß ich nicht, vielleicht besser vor dem Sven. Weil ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, also ich bin, wie schon kurz erwähnt, ganz frisch im Gemeinderat, übermorgen werden es heiße 14 Tage. Warum ich mich für dieses Amt überhaupt beworben, kann man nicht sagen, aber auch zur Verfügung gestellt habe, ist, dass ich mich persönlich gerne weiterentwickle und auch an Grenzen stoßen möchte, wo ich sage, okay, da muss ich drüber gehen. Und in der Kunst kann man das genauso sehen, dass uns die Künstler immer wieder zeigen, dass man über gewisse Grenzen gehen kann und darf, was ich ganz, ganz toll finde. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Vertretung heute Abend vom Bürgermeister ausgefasst habe, weil in der Einladungsbeschreibung habe ich gelesen von dem, was Sie uns jetzt kundgetan haben, wobei ich schon was gelernt habe. Ich wusste nicht, dass es auch für die Kunst einen Therapeuten gibt. Und ja, dann möchte ich fragen, was wird therapiert? Die auszubildenden Künstler oder der fertige Künstler oder die Besucher, die die Kunst genießen dürfen? Das würde ich Sie nachher vielleicht gerne persönlich fragen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich finde es ganz, ganz toll, über welche Grenzen Sie mit diesem Thema gegangen sind und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Ausstellung und mit noch vielen weiteren. Dankeschön. Danke. Danke. Wenn ich jetzt einhaken kann, wie Sie gesagt haben, wo Sie selbst eine Grenze, mit der Sie sich selber beschäftigt haben. Mit dieser Grenze musste ich mich beschäftigen, weil sie im Prinzip durch mich selber hindurchgeht, durch die Familie. Ich bin also sowohl die Hintergrundfamilie meiner Mutter ist aus Deutschland und die meines Vaters kommt aus dem Nahen Osten. Und deswegen war mir das wichtig, mich mit beidem auseinanderzusetzen, zumal es ja auch eine leicht konträre Geschichte hat. Was das Gespräch zwischen nicht-jüdischen und jüdischen Menschen hier in Europa oft schwer macht, ist, dass wenn jüdische Menschen von ihrer Befindlichkeit sprechen und sagen, es tut uns weh, dann hören die anderen immer nur, ihr seid schuld. Und das ist gar nicht das, was von jüdischer Seite gesagt wird. Weil uns ist schon klar, dass keiner von den Menschen, die jetzt hier leben, ist in irgendeiner Weise verantwortlich und schuld. Also es geht nicht um Schuldzuweisung, es geht darum, um sie mitzuteilen, wie es einem geht. Und dass das von anderer Seite einfach wahrgenommen wird. Und das ist so einer der Punkte, die mir sehr wichtig sind. Dass nichts von dem, auch was ich hier berühre, in irgendeiner Weise jetzt anklagend oder Vorwurf, also die Vorwürfe müssen raus aus diesem Gespräch, habe ich gefunden und habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, zum Fest der jüdischen
jüdische Fest, das heute beginnt, respektive morgen, das Fest der kleinen Bäume. Das ist eigentlich ein Fest, wenn man mal die ganzen Rituale oder Traditionen davon beiseite nimmt. Ein landwirtschaftliches Fest, in dem man guckt, wie es um die jungen Bäume bestellt ist, die man vor 2, 3 Jahren eingepflanzt hat. Ja, bisher hat das geschafft, wird das weiter schaffen, eine Begutachtung. Und traditionell zu diesem Fest isst man eine Frucht, die man in diesem Jahr noch nicht gegessen hat. Und ich habe mir erlaubt, Ihnen einen Granatapfel dahin zu legen, der sicherlich sehr eine typische Frucht auch ist für Israel, für Salomo verwendet ihn ja auch als Bild für diesen Holy der Liebe. Und dann habe ich aber auch noch eine andere, da gibt es noch was zu essen. Und das sind diese Judensterne. Ich habe mir noch die Judensterne als Plätzchen backen zu lassen. Und eine konditorisch begabte Frau getroffen. Und zwar. Damit sie das sieht, gell? Ja. Das Problem ist jetzt, diese Judensterne haben unterschiedliche Geschmäcker, die sie auch von außen nicht unterscheiden können. Und zwar gibt es, das sind 100 Stück. Jetzt nicht die, aber es gibt 100 Stück davon. Wenn Sie also diese leer essen, gibt es mehr. 70 von diesen sind völlig ungenießbar. 30 davon sind süß. Und ich dachte so, dass Sie vielleicht einfach drüber nachdenken, wenn Sie einen solchen Stern nehmen. Erwischen Sie einen von den Süßen, denken Sie an die Leute, die überlebt haben, die Süße des Überlebens, des Lebens kosten konnten, obwohl sie diesen Stern empfangen mussten. Und wenn sie einen bitteren erwischen können, ist ungenießbar. Denken Sie an jemanden, der halt einen Judenstern bekommen hat, der es nicht geschafft hat, der ein bitteres Los hatte. Also es geht einfach nur um Erinnern, Mitfühlen, sich vorstellen können, was in Leuten eigentlich vorgeht oder gegangen ist. Gut, könnt ihr zu den einzelnen Sachen was sagen, aber das überlasse ich ihrer Entdeckung, ihrer Entdeckungsreise. Ja, was muss ich noch sagen? Was soll ich sagen? Ich habe schon zum Schluss. Die Frage ist, sprich ein bisschen über die Tora. Die Tora. Naja, wir gehören ja zu diesem merkwürdigen Volk, das allen Ernstes auf der Auffassung ist, dass es nur einen Sinn gibt. Es gibt nur einen Sinn hinter allem. Ja, Errat. Und dieser Sinn und damit auch die Sinngebung Israels überhaupt als Verwalter dieser Wertvorstellung oder dieser Weltsicht ist eigentlich in unserer Sprache begründet. Und darüber könnte ich jetzt lange sprechen, Sprachphilosophie. Ist ja schon allein erstaunlich, dass das Hebräisch eine Sprache ist, in der nur die Hälfte geschrieben wird. Die andere Hälfte muss man wissen. Das heißt, es ist eine Sprache, die per se schon Sichtbares und Unsichtbares zusammenschauen muss, um überhaupt zu Sinn zu kommen. Gibt es mal nur so. Also von daher die Sinngebung auch dessen, was, das ist der erste Buchstabe, das Aleph, was ihr ja auch übernommen habt, ja, das ist auch Alphabet, ist eben nicht, beruht nicht auf der Abmachung von Menschen. Das ist das, was wir als Tradition haben, sondern hat seinen Maßstab von oben bekommen. Es gibt also ein absolutes Senkblei, das ein Lot, das der Himmel fällt, das auf den Anfang der Dinge weist und damit auch auf das, was daraus geworden ist. Dass ich jetzt hier speziell, ich habe mich verschiedentlich mit der Darstellung Israels auseinandergesetzt. Mir ist immer wichtig, dass dieses Fragile, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Israel war oder im Nahen Osten war, dieses Gebilde da unten, was so als Staat firmiert, ist sowas von empfindlich, ist sowas von ja. Die letzte Arbeit, die ich gemacht habe, war mit Sand. Also wenn da hingegangen wäre, wären die Grenzen sofort schon weg gewesen. Und auch hier wollte ich jetzt eine Arbeit machen, die was sehr zerbrechliches, was sehr flüchtiges, und die Leute auch mit Füßen jetzt drüber treten und auch treten dürfen. Also das so ein bisschen zum Hintergrund.
von der Geschichte. Der Text, falls Sie lesen können, beginnt da, geht natürlich dann noch da. Ja, der Anfang der Tora, also auch Ihrer Bibel. Ja, in den Anfängen schuf Gott die Himmel samt dem Erdland und so weiter. Zu den Plätzchen, falls Sie eins von den Bitteren erwischen, können Sie natürlich sagen, ich lasse mir nichts anmerken. Das ist einfach tapfer weiter. Oder aber wir haben ein Tablett hingestellt, falls wir also absolut das Würgen kriegen. Das war nicht Sinn der Sache. Da darf man es dann drauf ablegen. Sie dürfen nicht vorher probieren. Ich nehme dann jetzt noch ein Nimmsal eins und dann ist es das, was wir haben. Gut. Ich denke, falls Sie im Einzelnen dann irgendwas wissen wollen. Weißt du, was noch lieb von dir wäre, wenn du gerade noch was zu dem Krokodil sagst? Weil es gibt vielen Menschen wie mir am Anfang, also ich habe über die Zeichnung nachgedacht und hatte auch den Eindruck, naja, die werden jetzt quasi von dem, also Hitler und Rudolf Hess werden jetzt von dem Krokodil quasi verspeist oder verschlungen und damit ist die Sache dann ausgestanden. Ja, so jawohl, endlich, wir kriegen die Bösen, ja. Ja. Das Problem ist, Krokodile bringen ihre Jungen so in Sicherheit. Auch wenn sie in der Fassung sind. Ja. Nein, wir nehmen die einfach ins Maul. Ja. Und tragen sie woanders hin. Also mir gefiel die Ambivalenz in dem Ding, dass also viele Leute denken, die werden also jetzt gefressen. Es könnte aber auch sein, dass das Krokodil sie in Sicherheit bringt. Das Krokodil taucht in unserer Tradition immer wieder auch auf als der Erzfeind Ägyptens. Israel hat lange in Ägypten gelebt, im Sumpfdelta. Und die Krokodile waren natürlich eine ganz einfache Bedrohung. Also bei manchen dieser Dinge erlaube ich mir so ein bisschen Hintersinn. Wenn Sie irgendwas fragen wollen, wissen wollen, können uns gerne so unterhalten. Dankeschön. Ja, ganz schön.